Die zurückliegenden Monate gehörten sicherlich zu den turbulentesten in der Börsengeschichte und waren geprägt von hoher Volatilität und extremen Gegensätzen. Die Covid-19-Pandemie schickte die Welt in eine Rezession und ließ die Aktienmärkte abstürzen. Während die meisten Unternehmen hart getroffen waren und massiv an Wert verloren, setzten insbesondere Technologie- und Healthcare-Aktien zu einer beispiellosen Rallye an und vervielfachten sich teilweise innerhalb von Monaten. Nicolas Kreutz nutzte die neuesten Erkenntnisse der Neurofinance und aktives Management, um mit seinem Invios Vermögensbildungsfonds die Verluste im März zu reduzieren und schon bald darauf ein neues Rekordhoch zu erreichen. Zusätzlich übersprang er mit seinem Fonds die Marke von 16 Millionen Euro Assets under Management. Lieber Herr Kreutz, Sie sind seit über 35 Jahren am Kapitalmarkt tätig, davon 20 Jahre in der Leitung von Vermögensverwaltungen, zum Beispiel bei der Deutschen Bank und der UBS, sowie als Chief Investment Officer für zwei Landesbanken. Bevor wir ins Thema der Neurofinance einsteigen, gestatten Sie mir eine kurze Frage zum Einstieg. Warum haben Sie Invios gegründet? Ja, wieso habe ich Invios gegründet? Es gibt eigentlich da nur einen ernsthaften und ehrlichen Grund, weil ich durch meine Tätigkeiten für die genannten Häuser und viele andere dysfunktionale Banken gesehen habe, dass man sich immer weiter in der Produktgestaltung vom Kunden wegbewegt hat. Und wenn man jetzt einfach auch nicht nur Bankaktienkurse sieht, sondern eben halt auch den Trend, den wir in dieser Branche auch erfahren, dankenswerterweise, die Angelsachsen machen uns vor, dann gilt die unabhängige Beratung, die weniger provisionsgetriebene Beratung, die ist zukunftsträchtig. Und das wollte ich mit der Vermögensverwaltungsgründung, also nicht nur eines Fonds, sondern wir bieten auch diskretionäre Vermögensverwaltung an. Das wollten wir besser machen als die anderen. So, jetzt scheint keine weitere Frage zu kommen. Dann übernehme ich jetzt einfach mal bildlich den Staffelstab. Okay. So eine Pause ist ja auch was Schönes. Jedem Anfang wohnt ja ein Zauber inne, glaube ich. Das hat Thomas Mann gesagt. Ja, Zauber, das ist der Charme des Hamburger Wetters, des Hamburger Sommers. Sie sehen es im Hintergrund, können Sie nicht viel sehen, ein bisschen Nebel. Ich möchte heute am 1.12. eigentlich so ein bisschen etwas auflockern. Und zwar möchte ich Ihnen etwas Nebulöses nehmen, was wir auch in diesem Jahr erfahren durften, die Aktienmärkte. Und ich bin mir sicher, dass hier ausschließlich professionelle Investoren und Finanzintermediäre sitzen, dass wir in diesem Jahr einen Annus Horribilis hatten, das ist, glaube ich, unbestritten. Und wie man letzten Endes auch Performance finden kann, und zwar risikoadjustierte Performance. Das möchte ich nicht nur in ein Produkt packen, sondern ich möchte Ihnen das Wertvollste an die Hand geben, was ich Ihnen eigentlich geben darf. Herr Rano hat es gerade erwähnt, es sind knapp 35 Berufsjahre beziehungsweise Branchenjahre. Ich mache meine erste Aktie getradet, da gab es noch nicht mal den DAX offiziell, über 20 Jahre auch in unterschiedlichen Dependancen gearbeitet, mit wirklich großartigen Teams auch zusammen, und habe mir immer die Frage gestellt, wo ist der heilige Gral, gibt es denn so etwas? Und ich möchte es heute ein bisschen auflösen, ich möchte Ihnen wirklich ganz wertvolle Verhaltensregeln an die Hand geben. Und wenn Sie sich da ein bisschen was notieren wollen oder auf uns in Internetseiten stöbern wollen oder auch uns im Institut anrufen wollen oder mich persönlich anrufen wollen, wir stehen Ihnen immer für Fragen und Antworten auch gerne zur Verfügung. Dann lassen Sie uns einfach eintauchen. Neurofinance stabilisiert das Depot. Damit haben wir eigentlich schon so ein bisschen auch die Spannung genommen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich Sie einfach über die nächsten halbe Stunde über folgende Agenda führen. Ich möchte dieses Webinar wirklich sehr interaktiv führen. Das bedeutet, dass wenn Sie zu einzelnen Slides Fragen haben, stellen Sie die Frage. Sie ist anonymisiert, es gibt keine dummen Fragen. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Das kennen wir alle, das haben wir aus unseren Kindersendungen auch wahrgenommen. Und da würde ich Sie einfach bitten, schreiben Sie Fragen, wenn etwas undeutlich ist. Hier gibt es wirklich eine schöne Möglichkeit, aufgrund dieser technologischen Basis halbwegs eine Interaktion zu gestalten. So. Die Interaktion läuft wie folgt. Ich würde Ihnen kurz das Konzept vorstellen, dabei auch Tipps und Tricks und gewisse Ratschläge, wie wir es in diesem Jahr gut geschafft haben, wirklich outstanding Performance zu erzielen, und zwar risikoadjustiert. Und das ist auch kein Vertriebsgeschwafel, sondern das können Sie alles eins zu eins auch nachlesen. Dann würde ich Ihnen auch über den Fonds einen Einblick geben, und zwar richtig tief rein. Also Sie sehen auch, in welchen
Zielinstrumenten wir engagiert sind, welche Allokation wir fahren, mit welcher Allokation wir denken, dass wir nicht nur den besten November im DAX gesprochen ever oder auch was die amerikanischen Märkte anbelangt, seit über 80 Jahren die besten Performance-Ergebnisse im November erzielt. Wie wir das in dem Fonds gestalten derzeit und dann vielleicht auch, wenn die Zeit noch ist, etwas auch über unsere Institution zu berichten, ich glaube, das ist von Interesse. Wenn wir dann quasi auf das Konzept mal einsteigen, Sie sehen hier zwei Humanoide und zwei Hunde. Dieses Bild hat eine bestimmte Geschichte. Das wäre jetzt, glaube ich, etwas zu weit, um es zu führen. Aber grundsätzlich hat uns da diese vier Köpfe, haben uns auch letzten Endes zusammengeführt. Und wir haben uns die Frage gestellt, was macht den Kapitalmarkt eigentlich aus? Ich habe über 35 Fonds selber mit initiiert, mit den Teams für die DWS, für unterschiedliche Landesbanken auch. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, als wir immer wieder auch eine neue Produktsau, so sage ich es jetzt mal, durchs Dorf getrieben haben, haben wir das immer auch mit guten Gedanken gemacht und wollten letzten Endes auch viele Assets einsammeln. Aber grundsätzlich sind das eben halt auch gewisse Trends, die man verfolgt. Man kann das auch in jeder anderen Industrie sehen und so ist es eben halt auch in der Finanzindustrie. Und wenn man mal grundsätzlich dann die Frage stellt, was macht denn den Kapitalmarkt aus? Denn wenn man sich darauf eine Antwort geben kann, dann kann man in etwa auch darauf reagieren. Und es sind keine Robo-Advice-Systeme, es sind auch keine trendigen Themen, die da momentan vielleicht en vogue sind, sondern die Kapitalmärkte werden durch Menschen gemacht. Und wenn man dann nochmal einen Schritt zurückgeht und sich überlegt, was macht den Menschen zum Menschen, erfahre ich immer in den Vorträgen, das ist mittlerweile, glaube ich, mein 12., 13. Seminar oder Webinar auch, ist die Frage, wie kommt es zu solchen Übertreibungen an den Kapitalmärkten? Und das liegt einfach am Menschen und der Mensch wird gesteuert durch ein Wunderwerk der Evolution. Ich möchte Ihnen gerade mal kurz hier unseren ältesten Institutmitarbeiter zeigen. Das ist Wilson. Wilson hat die Eigenart, dass man in sein Gehirn reinschauen kann. Und ich will Ihnen kurz mal erklären, was wir für Menschen sind und wieso wir an den Kapitalmärkten immer wieder, wenn wir das nicht kontrollieren, auch am Kapitalmarkt sehr viel Geld verlieren. Wir sind getrieben durch, wie gesagt, diese 1,5 Kilogramm, sind 1 Billion Nervenbahnverknüpfungen und es gibt dort gewisse Trigger. Es gibt bestimmte Lokalregionen im Gehirn, die quasi uns kognitiv analysieren lassen und zu 80% eben halt emotional entscheiden lassen. Und das ist das sogenannte limbische System. Das hat uns geholfen, von den Bäumen runterzukommen, auch zu flüchten. Das sind also Fluchtreflexe, die durch das Angstzentrum, das ist die Amygdala und die inferiore Insula, Sie sehen es hier entlang dieser oberen Decke. Und dann gibt es ganz klein den Nucleus Accumbens, da ist quasi der Gewinn zu lokalisieren. Also da wird Dopamin ausgestoßen, wenn wir ans Buffet rennen, etwas Schönes sehen, wenn wir auch bestimmte Stimulanzen zu uns nehmen. Da werden dann quasi Glücksgefühle realisiert. Und da ist auch die Aktie durch Magnetresonanztomographie auch ganz klar zu lokalisieren. Und dann gibt es das Verlustzentrum, das hatte ich Ihnen gerade schon erklärt. Da ist mehr die Anleihenregion auch nachzuvollziehen. Also da findet Stimulus statt. Man kann das sehen durch unterschiedliche Experimente mit Probanden. Und das führt auch zwangsläufig zu einem Serotonin- oder Noradrenalinausstoß. Das können wir auch gar nicht beeinflussen. Und das lässt uns immer wieder quasi bei Aktien Fehler machen, als auch beim Rentenbereich. Und die eigentlichen Fehler sind eigentlich eine Menge von Fehlern, über 12, 13 Fehler, die wir am Kapitalmarkt machen. Wenn wir das aber wissen, dann können wir dagegen steuern. Und die will ich Ihnen jetzt mal kurz aufzeigen. Das ist einmal die mangelnde Streuung und das unprofessionelle Stockpicking. Da haben Sie sicherlich auch schon in den Kundepos Ihrer Kunden gesehen. Manchmal wählt man Aktien nach Sternzeichen aus, nach Geburtsdaten. Es gibt eine eigene Erfahrung, die ich gemacht habe. Es gibt ja die Harley-Davidson-Aktien, als die ihr Börsenkürzel in HOG umgestellt hatte, hat die über den S&P hinaus 15% mehr performt. Das lag nur
an, wirklich an der Umstellung des Börsenkürzels in Hoc. Jeder Harley-Davidson-Fahrer weiß, dass man sein Gefährt halt das Warzenschwein nennt, also Hoc. Also Sie sehen, dass da auch irrationale Entscheidungen getroffen werden, dass man nicht breit streut, sondern eben halt in gewissen Asset-Klassen auch drin bleibt und das Stockpicking, wie gesagt, unzureichend ist. Wenn Sie auf den nächsten Fehler eingehen, der Aktionismus beziehungsweise auch die Kosten nicht richtig im Blick zu haben, ist das mit ein vehementer Fehler. Aktionismus, man weiß, dass private Investoren pro Jahr etwa 3,3% Rendite verlieren. Also aufs Jahr gerechnet, weil sie einfach zu viel hin und her, was ja bekanntlichermaßen die Taschen leer macht, dann auch praktizieren. Und im Einkauf liegt der Gewinn, sage ich auch ganz deutlich. Da arbeiten auch sehr, sehr viele andere Häuser dran. Man hat natürlich immer so ein Overhead, den man mit zu bezahlen hat. Und da sind eben halt kleinere Institute sehr viel fähiger. Wenn ich Ihnen ein Beispiel geben darf, mal in Anlehnung an unseren Invios Vermögensbildungsfonds. Wir haben gestern die Aktienquote erhöht, haben zweimal zwei Tickets für 500.000 gekauft und jedes Ticket hat 50 Euro gekostet. Das geht nicht der Rendite bei Kunden verloren, sondern das ist wirklich wettbewerbslos, konkurrenzlos, wenn man zu solchen günstigen Transaktionsgebühren eben halt auch jegliches Instrument kaufen kann. So, und wenn das nicht die Rendite schmälert, das sind ja die beiden Möglichkeiten, die Variablen, die wir haben. Einmal die Rendite, die können wir nicht direkt beeinflussen, die ist vom Kapitalmarkt auch abhängig, dann sind es eben halt die Kosten. Und da diese beiden Dinge, die muss man eben halt auch unter der Neurofinance oder unter Anlagefehler-Gesichtspunkten auch immer wieder sehen. Wenn wir dann den dritten Punkt sehen, das ist auch ein ganz wesentlicher Fehler, den nahezu jeder Mensch macht, ist die Heimatmarktneigung, dass wir uns zu klein auf eine Region, auf eine Branche konzentrieren, weil wir meinen, besser informiert zu sein. Wir Deutsche haben rund 80% deutsche Aktien, also DAX, MDAX, SDAX, TechDAX in unseren Depots, als auch bei den Anleihen. Das Gleiche gilt auch für den Japaner als auch den US-Amerikaner. Und der letzte, mit der wesentlichste Fehler auch, ist sogenannter Herdeneffekt oder auch Framing-Effekt. Das sind unterschiedliche Effekte, die aber auf alles einzahlen, nämlich, dass wir uns in einer Herde wohler fühlen. Das ist evolutionsbiologisch auch klar. Den Nutzen sah man damals, weil man in der Herde eben halt eine bessere Chance hatte, als Einzelner zu überleben, dass man eben halt nicht vom Säbelzahntiger gefressen wurde. So, und bei den Dispositionseffekten vielleicht auch kurz erklärt, dass wir eben halt Gewinne zu schnell realisieren. Da kommt wieder das Belohnungszentrum, was uns ganz schnell sagt, realisier die Gewinne, mach neue Gewinne, du bist gut, du wirst das erreichen und das hast du dann in der Tasche. Und man lässt dann diese Gewinne nicht laufen. Das ist ein ganz typischer Effekt für private Investoren, aber auch für manche institutionelle. Und der andere Effekt ist eben halt bei dem Dispositionseffekt nach unten hin, lässt man Verluste laufen, weil das Angstzentrum einen immer wieder zur Flucht animiert und man nicht hinschauen möchte und es auch sich damit gar nicht beschäftigen möchte. Aber es gibt eben halt auch gute Instrumente, viele auch technischer Natur, instrumentengesteuert, die ich Ihnen auch gleich nochmal an die Hand geben möchte, um das zu vermeiden. Und wenn man da diszipliniert rangeht, es ist letzten Endes eine Übung in Demut und in Disziplin, dann gelingt es eigentlich auch ganz gut. Ja, wie kann so etwas gelingen? Um diese Marktanomalien eben halt, weil sie stetig sind, kann man sie auch ausnutzen. Das bedeutet also nicht nur sie zu vermeiden als Investor, sondern sie eben halt auch auszunutzen. Wenn man weiß, dass die Herde irrational reagiert, dann kann man sich so positionieren, wo man vermeintlich meint, wo die Herde hinrennt. Und die Herde rennt eben halt, wenn alles hoch bewertet ist, das haben wir dieses Jahr im Februar gesehen, dann läuft die Herde los und sie möchte in sehr überbewertete Aktien noch weiter investieren. Da sollten Sie vorsichtig werden, da sollten Sie antizyklisch eben halt Gewinne mitnehmen, um dieses erhöhte Kurskorrekturpotenzial eben halt zu reduzieren. Dann gibt es einen normalen Pfad, diesen prozyklischen Positionsaufbau. Da sollten Sie grundsätzlich dann auch investiert sein. Dann gibt es eben halt diese Positionsreduktion, wo man einen klaren Trend erkennt zu einer Markt
Korrektur. Das war ab dem 18. Februar Covid ja dieses Jahr geschuldet. Und dann gibt es ganz kleine antizyklischen Wiedereintritt, den Sie vornehmen müssen, weil einfach alles übertreibt. Das hatten wir Mitte März dann diesen Jahres. Wir haben am 16.3. als Institut auch ganz deutlich gesagt, uns rausgestellt. Da haben viele auch in der Presse darüber geschrieben, jetzt investieren. Wenn nicht jetzt, wann dann? Weil dort auch die Kursbuchwertverhältnisse aller Leitbörsen etwa bei 1 waren. Und dann muss man den Neokortex einschalten, das Angstzentrum reduzieren und dann investieren. Das ist ein schnödes Handwerk, dann 30, 50, 70er Schritten, in Prozentschritten einfach investieren und dann läuft man mit dem Markt hoch und das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Also auch für die nächste Korrektur, diese Mean Reversion Ansatz, also alles kommt zu seinem inneren Wert zurück. Das ist ein näherndes Gesetz, genauso wie der Contango am Kapitalmarkt oder an profitablen Märkten generell und das Herdenverhalten. Man kann das also auch ausnutzen. Hier hat sich das Institut mal die Mühe gemacht, Ihnen auch zu zeigen, dass es sinnlos ist, Prognosen zu erstellen, weil Sie sehen diesen Flickenteppich. Hier sind mal die letzten 10 Jahre die Maximalrenditen der jeweiligen Assetklassen gerankt und Sie sehen, Aktien USA waren letztes Jahr mit 33,9% die Top-Performer. Dann gab es den Renten-USA-Bereich mit knapp 5,9% 2018. Und dann waren es die Emerging Markets, die Aktien mit 21% 2017. Sie sehen auch Gold, ist immer wieder unterschiedlich mit beigemischt. Sie sehen also, dass es da keine Systematik gibt. Und natürlich wünschen wir uns von der Neurofinance, vom Gehirn her, irgendwo eine maximal beeinflussbare Situation. Wir wollen Kontrolle über die Realität haben. Aber wir haben sie nicht. Das ist immer nur ein Schein, eine Illusion. Und das muss man eben halt auch für sich soweit antizipieren, dass man, und daraus ist die richtige Konklusion auch zu ziehen, dass man eben halt nicht Prognosen trauen darf, auch nicht den Untergangsauguren, die wir immer hören oder auch Presse. Niemand weiß, wo der Markt noch nicht mal heute Abend stehen wird. Ich kann Ihnen sagen, in der Tendenz, ich habe heute Morgen schon ab 4 den Nikkei getradet. Wir haben ein klares starkes Signal. Heute läuft es sehr, sehr gut am Markt. Man kann in etwa auch dann erkennen, nachher bei den Futures in Amerika, wie dort die Märkte sich dann in etwa gestalten. Aber es kann immer einen exogenen Schock geben, der dann immer dieses schöne Gebilde auch wiederum auflöst. Das heißt also, man kann immer nur auf dieser Welle schwimmen und Trendfolge betreiben. Das ist der einzige Weg, um grundsätzlich risikoadjustiert, also nach unten hin immer wieder die Verluste zu reduzieren und nach oben hin die Gewinne laufen zu lassen und das möglichst breit diversifiziert. Das heißt also mit den schönen Instrumenten, die uns ja auch seit vielen Jahren jetzt auch gegeben worden sind mit den ETFs oder ETCs, dass sie die Treppe von oben kehren. Verliert man sich im Stockpicking, haben sie keine Chance am Markt. Da sind einfach viel mehr Marktakteure sehr viel schneller unterwegs. Und wenn eine News läuft, wir sehen es gerade bei den vermeintlichen Biotech-Werten mit den Vakzinen, dann laufen sie eine Kurskorrektur mit einfach rein. Dann ist schon einfach alles im Preis mit eskontiert. So, dass man grundsätzlich einfach auch unter dem Kostenaspekt nicht im Einzeltitel in der Einzeltitelauswahl sich verliert, sondern grundsätzlich nach dem Kaufmannsprinzip vorgeht. Das heißt also mit ruhiger Hand einen Kern definiert. Der kann aus ETFs und ETCs bestehen. Wichtig ist dabei die grundsätzliche Mischung. Wir nutzen den MSCI World und zwar den All Country Worldwide Index, der noch zusätzlich zum MSCI World eben halt nicht nur die 23 etablierten Länder hat, sondern eben halt nochmal 26 Schwellenländer dazu. Es ist breiter diversifiziert. Er hat in den letzten 5 Jahren knapp 10% erzielt, Netto-Performance. Das kann man mit unterschiedlichen ETFs auch gewichten. Auch da sage ich Ihnen, sollte man immer physisch replizierende, nicht synthetisch replizierende Produkte nutzen. Achten Sie auf eine Fungibilität, eine Tangibilität, also einen hohen Umsatz auch. Dann kriegen Sie einen fairen Bid-Offer-Spread auch hin. Und damit erreichen Sie dann so quasi das Marktbeta. Sie laufen mit dem Markt mit diesem ETF-Kern. Und dann frei nach Pareto haben Sie 20% als Satelliten, die Sie immer wieder aktiv an- oder ausschalten, wo Sie Ihr Alpha quasi generieren. Also um ein Thema Edelmetalle zu führen. Oder wie hier in dem Bild mal gesprochen, diese Wertsteigerungskomponente, das Alpha mit einer Momentum-Strategie quasi auszutauschen und dafür dann uns im Bereich Hybridanleihen, Nachranganleihen, diesem Aramea Rendite Plus auch zu widmen.
was uns sehr viel Spaß bringt, weil diese Dinge auch unkorreliert sind mit den restlichen Assets. Das sehen wir aber auch gleich nochmal in der Auflösung von Morningstar. Und das ist eigentlich auch schon die elegante Überleitung zu dem Thema. Wenn man all diese Themen, wenn man dafür nicht die Zeit hat, und sie sind weit vorne am Markt, sie wollen sich um ihre Kunden kümmern und wollen nach hinten raus einfach nichts verlieren oder wollen auch eine ordentliche Rendite erzielen. Sie wollen sich nicht anklagen lassen, sondern sie wollen generell in Ruhe nach vorne hin Dinge auch erarbeiten, abarbeiten, maximal auch akquirieren, dann sollte nach hinten halt auch wenig wegfallen. Und dazu braucht man depotstabilisierende Elemente. Einen würden wir Ihnen hier jetzt auch gerne mal vorstellen. Sie kennen alle noch das Rendite-Dreieck. Ja? Wir haben es ein bisschen umgestaltet. Wir nennen es Invios Triangulum. Das sind so quasi die drei Spannungsfelder, in denen wir uns bewegen. Die Rendite im Fonds versuchen wir durch einen sehr aktiven Multi-Asset-Ansatz, durch eine Multi-Strategie und durch diesen sogenannten Kernsatellitenansatz zu erreichen. Die Investition in Megatrends, da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Das Demos, die Demografie, dass wir die zunehmende Urbanisierung haben, dass wir die Umweltthematik haben, die Technologie, das sind so Megatrends, die einfach auch übergelagert über temporäre Trends, die Kapitalmärkte beeinflussen werden. Und der fünfte Trend, den hatte, möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten, das ist der Trend quasi nach Asien, dass die Kapitalmärkte, die Ströme laufen alle Richtung Asien. Das ist einfach ein Fakt. Dann haben wir auf der Seite der Sicherheit die Behavior Neurofinance. Wie gesagt, wir versuchen nach unten hin auch mit Trailing Stops einfach ganz diszipliniert permanent Risiken zu reduzieren. Also wenn etwas eine Marke erreicht hat, wird es automatisch eliminiert. Ich kenne hier Banken hier am Platze, die eine Wirecard sogar noch im April in die Vermögensverwaltung eingekauft haben, 3 Monate später mit -89% Verlust veräußert haben, obwohl ein Trailing Stop reingesetzt wurde, der aber dann mit einem Anlageausschuss von menschlicher Hand wieder quasi rausgenommen wurde. Das soll natürlich nicht passieren, sondern man muss dann diszipliniert Absicherungsstrategien vornehmen, permanent auch die Märkte beobachten. Ich hatte Ihnen ja gerade gesagt, dass ich schon quasi 6 Stunden jetzt auf den Beinen bin und mich einfach auch so etwas erfreut mit einer hohen Leidenschaft, der Markt eben halt auch ähnlich wie Sie wahrscheinlich Sie auch entzündet sind. Ja, aktives Liquiditätsmanagement. Wir haben weltweites Expertennetzwerk, darauf gehe ich auch gleich nochmal ein und wie gesagt, dieser substanzorientierte Investmentstil. Wenn wir hier einmal kurz etwas schneller durchlaufen, dann will ich Ihnen etwas erklären und zwar, wie wir das machen, das hatte ich Ihnen gerade schon gesagt, also es ist diese maximale Streuung durch einen disziplinierten Multi-Asset-Ansatz. Jegliche Asset-Klasse, die für uns, und deshalb ist der Fonds auch so aufgestellt, er ist nicht auf eine exakte Benchmark orientiert, sondern wir wollen aktiv Risiken nach unten hin absichern. Weil all das, was wir nicht verlieren, das müssen wir später nicht wieder aufholen. Das sehen Sie auch gleich nochmal am Chart. Wir werden uns also nicht strangulieren, uns gegenseitig irgendwelche Fesseln ansetzen, sondern wir versuchen dort eben halt maximal zu streuen, frei nach Tobin. Das globale Anlageuniversum ist quasi die Conclusio daraus. Wir suchen dabei wirklich die lukrativsten und rentabelsten Anlagen. Wir hatten Hybridanleihen ja gerade schon erwähnt. Wir haben aber auch noch andere, immer auch physisch hinterlegte Produkte, aber grundsätzlich sind wir weltweit aktiv. Es gibt, glaube ich, keine Börse, an der wir derzeit nicht aktiv sind. Wir sind mit über 3.415 Titeln breit diversifiziert, aber das erzielen wir mit knapp 15 Fonds und 2 Einzeltiteln. Ja, Renditechancen, also quasi ein stabiles Ertragsniveau zu erzielen mit dieser Kombination, Sie erinnern sich, diese Werterhaltungskomponente im Kern und dann diese Wertsteigerungskomponenten, die immer wieder an- und abgeschaltet werden, die Satelliten. Und das ist eben halt die Hauptaufgabe, auch permanent zu überwachen. Es gilt mitnichten der Satz Buy and Hold. Herr Costolani, den ich vor 15 Jahren mal getroffen hatte, bei einer dieser Elite-Report-Veranstaltungen, sagte mir auch, ja, die Kapitalmärkte verändern sich. Aber es ist ein evolutionärer Prozess und das, was damals also Herr Heller und Herr Costolani da eben halt auch sagte, Mensch, man nimmt eine Schlaftablette und kauft vor Aktien, dann lässt man es laufen. Das geht halt nicht mehr. Wir sehen es ja auch selbst, dass im DAX große Werte, vermeintlich gute Werte, dann auch ausscheiden beziehungsweise
auch durch andere Machenschaften ausfallen. So, jetzt gucken wir einfach mal in den Kochtopf rein. Das wird Sie, glaube ich, am meisten interessieren. Wie ist die strategische beziehungsweise wie ist die Vermögensaufteilung? Die Asset Allocation sieht vor, dass wir derzeit mit 65% im Aktienbereich sind. Wenn man die Benchmark anschaut, mit knapp 44% sind wir Aktien Delta Long, ja, in der Tat. Aber Sie müssen auch berücksichtigen, wir sind in der Aufwärtsphase, nachdem wir massiv in den Markt auch investiert haben im März, April, Mai, lagen wir in der Spitze sogar schon bei über 80%. Sie sehen also, wir nehmen ein bisschen Dynamik raus. Wir haben Anleihen massiv untergewichtet im Vergleich zu Benchmark. Die sieht ja 40% vor. Wir haben aktuell 16,3. Wir haben eine relativ hohe Cash-Position, einfach aus dem Grund, weil wir immer wieder auch in Marktschwächen, Schwächephasen weiterhin ETFs einkaufen. Ich zeige Ihnen auch gleich unten links, welche das sind. Wir tun auch das, was wir sagen, und wir sagen auch nur das, was wir denken. Sie sehen es links unten, da haben wir das State Street Produkt Spider, MSCI, AC, ACWI, den ETF, Euro denominiert, der ist mit knapp 13,96%, also einer guten Gewichtung. Das ist der breit diversifizierende Kern. Dann haben wir, und da sagen wir auch ganz deutlich, wir suchen uns nicht Einzelanleihen aus. Es ist viel zu extensiv, so eine Anlageentscheidung. Die Suche kostet Geld, das Primärresearch ist teuer. Dann wählt man einfach gute, aktive Fondsmanager. Wenn ich ein Glas Milch trinken möchte, gehe ich auch in den Supermarkt und kaufe mir dann einfach eine Flasche Milch und kaufe mir eben halt keine Kuh. Und Sie sehen es auch, dann haben wir ein Smart-Beta-Produkt mit dem iShares Edge, World Minimum Volatility. Und dann kommen gleich auch schon die Technologiewerte, danach der Vanguard, S&P 500. Sie sehen also, wir sind auch bei der Auswahl, wir haben keine Treue zu irgendeinem Hersteller, zu irgendeinem ETF-Produzenten, sondern wir suchen uns den maximal transparentesten Fonds, der mit dem geringsten Tracking-Error, der 1:1 möglichst den Index abbildet, immer physisch, nicht synthetisch replizieren, und dann eben halt mit einem Minimum-Volumen von 100 Millionen beziehungsweise eher in der Tendenz 200 Millionen, wo wir dann einfach voraussetzen dürfen, dass da eine gewisse Liquidität herrscht. Und dann sehen Sie auch schon, wir versuchen die Saisonalität auch zu spielen, den DAX jetzt zum Jahresende, wir haben auch den MDAX mit drin, dann ein sehr gutes Produkt Aramea, den Rendite Plus. Einmal reingefragt, nicht abgestimmt, Herr Rano, wollen Sie vielleicht so ein, zwei Sätze dazu sagen, wieso wir ihn ausgewählt haben? Ja, das kann ich gerne in aller Kürze machen. Vielen, vielen Dank. Also mit dem Rendite Plus haben wir eine Produktlösung, die in Nachranganleihen von Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen investiert, dadurch hohe Coupons vereinnahmt, was für sie ja hochattraktiv war, ohne dabei im High-Yield-Bereich zu sein. Was da die Besonderheit ist, und das war auch mit einer der wesentlichen Punkte, dass der Fonds überwiegend auch die Regulatorik spielt, denn die entsprechenden Anleihen verlieren sukzessive ihre Anrechenbarkeit auf das Eigenkapital der Emittenten, werden dadurch zu teurem Fremdkapital und dadurch erhöhen sich die Kündigungswahrscheinlichkeiten, wodurch hochattraktive Renditen in Aussicht gestellt werden, ohne dass man sich im High-Yield-Segment bewegt. Und das auch bei attraktiven Korrelationseigenschaften zum klassischen Rentenmarkt, wie beispielsweise dem REX-P. Wo ich auch einmal gerade das Mikro sozusagen übernommen habe, Herr Kreuz, wollte es auch gerne eine, genau, möchte ich gerne eine Frage auch weiterleiten. Sie haben jetzt mehrmals betont, dass Sie hochaktiv managen. Hätten Sie vielleicht ein, zwei, ja, ich sag mal, Beispiele aus dem Maschinenraum, wo Sie wirklich aktiv entgegen des Herdentriebs auch agiert haben? Ja, kann ich Ihnen gerne liefern. Also erstmal vielen Dank, das war jetzt gerade nicht abgesprochen, auch der Ball, den ich gerade zu Ihnen gespielt hatte. Vielen Dank da nochmal für die Ausführung. Wird mir nur deutlich, dass wir in der Auswahl da auch richtig gelegen haben. Zwei Beispiele. Erstmal grundsätzlich. Ich hatte Ihnen ja gerade auch in den Slides gezeigt, viel hin und her macht die Taschen leer.
mitnichten. Es kommt einem so vor, dass wir da sehr, sehr aktiv sind, sondern wir sind sehr konzentriert. Also wir haben 15 Zielfonds und also ETFs, ETCs und auch aktive Fonds, wie Sie sehen. Und dann haben wir zwei einzelne Aktien. Also Sie sehen, wir sind da auch nicht ganz unbeleckt, aber wir suchen da wirklich auch nur punktuell gute Dinge aus. Wir haben insgesamt lediglich 34 Transaktionen dieses Jahr vollzogen. Das sind knapp 3 Transaktionen, etwas weniger als 3 Transaktionen in diesem Jahr, in jedem Monat. Das bedeutet, dass wir mitnichten also viel hin und her schichten, obwohl wir für jede Transaktion nur 50 Euro bezahlen müssten, weil wir einfach sehr gute Konditionen über die Hansa Invest mit Haupt- und Aufhäuser wirklich 2 tolle Netzwerkpartner haben. Aber ich sage Ihnen ganz deutlich 2 Beispiele. Ein Beispiel, was sehr gut gelaufen ist. Wir hatten am 25.10. letzten Jahres, Sie erinnern sich wahrscheinlich, Amazon hat bekannt gegeben, dass sie den Cloud-Auftrag des Pentagons nicht bekommen, weil Donald Trump nicht mit Jeff Bezos konnte. Darüber hinaus waren, glaube ich, eine Investition von knapp 1,8 Milliarden US-Dollar, wenn man mal den Quartalsgewinn jetzt sieht, bei Amazon ist das verschwindend gering. Diese Summe wollte Jeff Bezos aufwenden, um den Amazon Prime-Kunden in Nordamerika quasi morgens die Möglichkeit zu geben, sie klicken auf den Button und abends ist quasi das Paket zu Hause. So, und dazu bedarf es einer Infrastruktur, die ein bisschen optimiert ist, automatisiert, digitalisiert etc. So, und das hat der Markt, das hat Bezos bzw. sein Team nachbörslich kommuniziert. Und der Markt hat das letzten Endes erst am nächsten Tag eskontiert. Und dann kam die German Angst und man sah eigentlich schon in den Futures, natürlich hat man abends, habe ich das gesehen, und am nächsten Morgen sind wir sehr vehement reingegangen, natürlich immer auch risikoadjustiert, also niemals mehr als 3% in einer Einzelposition. Und das ist schon eine sehr, sehr große Position, eher in der Tendenz drunter. Sie sehen es ja hier, rechts können Sie gucken, Apple, Microsoft, Amazon, wie die Gesamtgewichtung des Fonds in den Einzeltiteln ist, über ETFs oder auch, wie gesagt, in der Einzeltitelauswahl. Und die Aktie ist mit 1.500 Euro wirklich auf den Tiefpunkt gefallen. Das hat exakt 90 Minuten gedauert. Und danach hat sich der Markt wieder beruhigt. Die Menschen haben verstanden, was ist hier eigentlich passiert? Ist alles doch gar nicht mal so schlimm. Und danach zog die Aktie, gab es einen Rebound, und ist dann wieder auf 1.900 geschossen. In diesem Zeitfenster müssen Sie agieren. Und da zählt Flexibilität. Sie werden im Fondsmanagement oder im Portfolio-Management auf die nächsten Jahrzehnte hin immer nur mit Schnelligkeit gewinnen. Das war damals noch nicht so ausgeprägt, wie es heute der Fall ist. Und dysfunktionale Systeme, wenn ich mich erinnere an Anlageausschüsse, wo wir am Donnerstag getagt haben und faktisch dann die Einzelaktie erst am Dienstag der darauffolgenden Woche wirklich im Portfolio der Kunden war, dann ist das entschieden zu gering. Auch wenn man nach außen hin was anderes kommunizieren mag, es ist entschieden zu gering. Ich will ein Beispiel machen, das zweite Beispiel, als wir Silber gekauft haben dieses Jahr. Spotpreis lag irgendwo unter 20, je Unze. Man kann auch fundamental sagen, Mensch, Gold-Spot zu Silber-Spot-Preis, man nennt immer Silber ist der kleine Bruder von Gold. Da gibt es eine durchschnittliche Relation 90 Unzen Gold, 90 Unzen Silber für eine Goldunze. Und die lag vehement eben halt drunter. Und man wusste, es zieht an, aber es hatte charttechnisch noch nicht den Widerstand durchstoßen. Und dann durchstieß dieses Jahr Silber quasi die Marke von 20, die Unze. Und dann ist das ja fulminant gelaufen. Da haben wir dann eine größere Position begeben, war dieses Jahr mit die erfolgreichste. Und dann haben wir knapp 150.000 Euro Gewinn in 2 Wochen erzielt in dieser Position. Wir haben es dann teilveräußert, als die Korrektur kam. Und in der Korrektur haben wir sie wieder eingekauft. Und da sage ich noch ganz ehrlich, im August, September hat uns diese Position nicht viel Spaß gemacht. Was haben wir gemacht? Konsistent zu unserem Ansatz. Wir haben Verluste realisiert und haben knapp vor 10% einfach auch mal dann diese Verluste realisiert. Im Nachgang ist es immer ärgerlich, aber es ist eben halt eine Selbstreflexion und der Spotpreis ist weiterhin noch weiter runtergefallen. Jetzt sind wir bei Silber bei knapp 22. Gut, lassen Sie uns weiter in die Thematik gehen. Ich hoffe, Herr Rano, das war soweit für Sie in Ordnung, für die Kollegin. Perfekt. Eine kurze Frage noch aus dem Publikum. Ja. In welcher Risikoklasse SRI bewegt sich der Fonds? Also als solides Basisinvestment, wo bewegt sich der Fonds?
Ja, also da weiß wohl jemand, dass in 3 Slides genau diese Information geliefert wird, aber ich liefere sie Ihnen jetzt auch schon. Also die SRI, die beträgt 3 und die SRRI ist 4 in einer metrischen Skala bis 7. Liegt einfach daran, dass man eine gewisse Mindestaktienquote auch benötigt, gerade in diesem Niedrigzinsumfeld. Und wir haben uns lange überlegt, als wir letztes Jahr im März den Fonds aufgelegt haben. Mittlerweile hat er fast 12% erzielt, mit einem Maximum Drawdown von 2 Monaten. Also wir haben Corona sehr schnell hinter uns gelassen, zumindest den Impact im Portfolio. Da haben uns diese Instrumente eben halt auch geholfen. Also faktisch von 1 bis 7, da ist die SRRI 4 und der SRI ist es 3. Gut, also Sie sehen auch da in der Gewichtung, Apple, Microsoft, Amazon, NextEra Energy ist einer unserer Einzelwerte, die wir gesetzt haben, als die Thematik kam mit Joe Biden und Trump. Das ist ein Call of Joe Biden gewesen, der auch aufgegangen ist. NextEra, muss man wissen, ist einer der größten Stromlieferanten beziehungsweise Renewable Energy Unternehmen, die an der West- und Ostküste große Staudämme besitzt, Transformationsstrecken. Und wir wissen oder wir haben ja die Hoffnung, dass Amerika sich auch wieder dem Klimaabkommen anschließen wird, was, glaube ich, eine der ersten Amtshandlungen von Joe Biden sein wird. Und darüber hinaus wird dann dieser Monopolist in Amerika mit 40% Marktabdeckung, NextEra Energy, eben halt auch weiter gut performen. Da werden die Auftragsbücher durch Regierungen sicherlich noch weiter gefüllt. Und man sieht einen enormen Chart. Gucken Sie sich den einfach mal an. Der ist wie im Bilderbuch eben halt geschnürt. Jo, also sehen auch, da ist eine bunte Mischung. Wir haben keine zu starke Gewichtung, die ist MSCI World konform. Sie sehen zwar USA, 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 danach kommt dann Großbritannien, Niederlande, China, Deutschland und dann wiederum die USA. Das hilft uns vielleicht auch hier jetzt mal den Überblick zu bekommen, wo sind wir regional aufgestellt, was ist der Investmentstil, auch vielleicht für Sie als eine Möglichkeit zu sagen, ja, das ist logisch, das finde ich interessant. So will ich vielleicht das eine oder andere Portfolio auch aufstellen in Ihrem Kundensegment und dann auch die Sektoraufteilung. Links geschaut sehen Sie quasi, wo wir übergewichtet sind. Das ist Amerika, das ist bewusst. Wir halten Amerika trotz Covid-Impact, wobei sich das ja jetzt alles sehr schnell auch auflösen wird. Zumindest gefühlt an der Börse sehen wir es ja auch schon. Das Vakzin ist entwickelt. Die Notfallzulassungen haben gestern bei Moderna stattgefunden. Vor 2 Wochen war Pfizer mit BioNTech auch mit dabei. Und es sind noch 4 weitere in der Pipeline. Damit ist nicht das chinesische und auch nicht das russische Vakzin genannt. Sie sehen also, da ist einfach eine Dynamik drin. Wir sehen massive Unterstützung fiskal und geldpolitischer Natur. Und es ist die flexibelste und homogenste Volkswirtschaft und nach wie vor ja auch noch die größte und auch von der Börsenkapitalisierung. Da spielt die Musik, da spielte sie auch dieses Jahr, ganz klar, wenn man den Nasdaq anschaut, hat mittlerweile 38 Allzeithochs in diesem Jahr erzielt, trotz Covid-Krise. Wir decken das aber meistens durch ein S&P-Engagement ab, nicht im Dow, der ist einfach zu konzentriert und zu oldschool. Wir gehen da auf den S&P beziehungsweise auch auf den Nasdaq oder über den MSCI World. Europa ist untergewichtet, hat einfach den Grund, wir sehen es ja selber auch, wie wir in der Pandemiebekämpfung unter diesem föderalistischen Prinzip leiden. Wenn wir mal im Ergebnis schauen, wo Covid sich ausbreitet, ist es leider eben halt auch ein Nachteil unserer doch so viel gefeierten freiheitlichen Demokratie, was ich auch eine ganz tolle Errungenschaft für die Menschheit finde. Sie zeigt aber eben halt auch die Krankheit, die Pandemie zeigt, zumindest wirtschaftlich, welchen Impact es hat, Lockdown etc. So dass wir da eher ein bisschen untergewichtet sind. Wir haben da, wie gesagt, die Position im DAX, im DAX und MDAX, Eurostoxx haben wir keine aktiven ETF angesteuert. Und Asien sind wir auch stärker übergewichtet, weil wir einfach sagen, first in, first out. Wir haben dort auch keine so massiven Verfall gesehen und da ist die Pandemie einfach schon mittlerweile überhaupt gar kein Thema mehr. Sie kriegen das sehr gut reglementiert und der Impact auf die Wirtschaft ist einfach sehr, sehr gering. So, vom Aktienstil sehen Sie auch, da ist die Zyklik, die sensiblen Werte, die sind übergewichtet, auch bewusst übergewichtet und wir sind nicht in den defensiven Werten so stark gewichtet.
nicht klassifiziert, spielt eigentlich auch nur eine untergeordnete Rolle. So, und im Anleihenbereich, Sie wissen ja, wir haben da eine weit unter Benchmark-Gewichtung im Anleihenbereich. Sehen Sie, wo die Musik spielt, nicht im Staatsanleihenbereich. Wir sind zwar durchweg Investment Grade, aber wir suchen eben halt im Corporate-Bereich, im Firmenkunden, im Firmenbereich mit knapp 75% Gewichtung im Vergleich zu Benchmark mit 37%. So, dann denke ich mal, macht es durchaus Sinn, vielleicht jetzt auch nochmal auf die aktuelle Positionierung und auch die Ergebnisse, die in diesem Jahr erzielt worden sind, da auch nochmal kurz drauf einzugehen. Wenn Sie links mal der Tabelle folgen wollen, Sie sehen, dass die Recovery Period, das heißt also, in welcher Form hat sich das in diesem Jahr, und wir wissen ja, dass die Aktienmärkte über 30% in der Spitze die Leitbörsen verloren haben, was ist bei uns im Fonds passiert? Wir haben exakt 2 Monate gebraucht, um genau zum Stand 18. Februar wieder zu kommen. Wie haben wir das gemacht? Wir haben genau antizyklisch, sind wir aus Positionen rausgegangen. Wir haben massiv am 18.2. dann in dieser Abwärtsdynamik sehr, sehr deutlich verkauft. Also nicht diese Benchmark-Hopping, dieses Benchmark-Hugging auch, was oftmals betrieben wird von großen Investmenthäusern, weil man sich nicht traut, mehr eine klare Entscheidung zu treffen. Und wir werden dafür bezahlt, dass wir am Kapitalmarkt klare Entscheidungen treffen und dafür auch einstehen. Und es ist immer besser, wenn man klare Entscheidungen am Kapitalmarkt trifft, auch wenn man mal falsch liegt. Man muss dann diese Fehler schnell nur egalisieren und realisieren. Aber es ist besser, als immer Benchmark-Hopping zu betreiben oder Hugging zu betreiben, wenn der Markt nach unten läuft. Weil es bringt keinem Kunden was, wenn sie nach 30% sagen, ja, wir haben lediglich nur 25% verloren. Das treibt eher die Zornesröte der Kunden ins Gesicht. So dass wir auf der linken Seite, wenn Sie mal schauen, das Bear-Better, ja, und das Bull-Better, das ist lehrbuchmäßig, also Bear-Better. Wenn der Markt-Better, das Markt-Beta 1 ist, dann fallen wir eben halt zu mehr als ein Drittel geringer. Also wir fallen ein Drittel geringer als der Markt, und das Bull-Better ist über 1. Das bedeutet, wir steigen stärker als der Markt. Und wenn man als Asset-Manager besser ist als die Benchmark in der Aufwärtsbewegung, weniger verliert in der Abwärtsbewegung, dann macht man nicht so viel falsch. Das Ergebnis ist ein positives Sharpe-Ratio, das Sortina-Ratio, das Calmer-Ratio, alles über 1. Eine Semi-Volatilität von 4%. Ja. Jensens Alpha von über 5,6%. Ein Information-Ratio von 0,6. Die Profis unter Ihnen oder die sich mit diesen modernen Portfolio-Kennzahlen gut auskennen, sehen also, was da eigentlich für eine Outperformance, was für ein Alpha wirklich da auch generiert würde durch dieses Team. Und das Ergebnis unten sehen Sie, das sind Year-to-Date-Ergebnisse laut BVI-Methode. Also in diesem Jahr, in dem laufenden Jahr knapp 7,13%, da ist die Entwicklung von gestern und heute noch nicht drin. Dann werden wir irgendwo bei 8% liegen. Seit Auflage sind wir dann bei irgendwo 12%, aktuell 11,59% und ein Jahresperformance fast bei 10, also 9%. Sehen also, dass das Ergebnis auch im Eingang, wenn Sie mal rechts auf den Chart schauen, dass wir sowohl gegen die Vergleichsgruppe defensiv, der Invios-Fonds ist der schwarze Graph, defensiv ist hellblau, ausgewogen ist grün und rot ist offensiv und grau ist flexibel. Dass wir genau mit dieser vehementen taktischen Aufstellung auch delta-neutral zu gehen im Aktienbereich und weiter drunter, dass wir in der Form einfach weniger verloren haben als der Markt und in der Aufwärtsbewegung dann rechtzeitig auch aufgemacht haben. Und jetzt muss man auch selbstkritisch sagen, weil nicht immer alles toll läuft am Markt, weil man nicht genau weiß, was morgen und übermorgen ist. Wir haben August, September haben wir Fehlsignale gehabt. Wir haben den Rohstoffbereich, Edelmetallbereich, hatte ich Ihnen ja gesagt, dann Gold und Silber weiterhin dann wieder neu angekauft. Und das hat uns im Fonds eben ein bisschen Performance gekostet. Das haben wir aber jetzt schon übererfüllt, weil wir im Oktober beziehungsweise im November jetzt einfach noch eine Outstanding Performance erzielt haben, sodass das Gap wieder zu den anderen Varianten sich wieder vergrößert hat. Unten sehen Sie so ein bisschen noch das Spinnwebförmige, wo wir eigentlich unsere Outperformance erzielt haben, wie wir uns im Vergleich zu Benchmark, die ist grau, wir sind golden, wie wir uns aufgestellt haben. Da sehen Sie auch hier Gold, eine Übergewichtung, was ein bisschen Performance gekostet hat, dass wir Aktien global eher ausgerichtet sind, wenig bis gar nichts mit dem Staatsanleihenbereich haben, sowohl Europa als auch global, insbesondere auch nicht Deutschland, sondern
wir eben halt doch stärker im Aktienbereich engagiert sind. Wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, würde ich quasi mit der aktuellen Performance vielleicht auch nochmal hier einen realistischen Abgleich gleich machen wollen. Vorab nochmal komprimiert, was sind die Lösungen, die wir anbieten und wie Sie sie vielleicht auch transportieren können gegenüber Ihrem Kunden? Breite Streuung können viele, sagt jeder. Wertsteigerung und Werterhaltungskomponente hatte ich Ihnen erklärt, die Investmentsystematik in diesem Kernsatellitenansatz, das ist das ehrbare Hamburger Kaufmannsprinzip. Im Einkauf liegt der Gewinn, also wirklich einen ruhigen, stabilisierenden Kern, wo wenig Transaktionen drin stattfinden, wo man benchmarkorientiert agiert und dann eben halt mit den jeweiligen Satelliten dann Alpha generiert. Das schaffen wir eben halt mit einem optimierten Timing, weil wir diese Marktanomalien, weil wir den Menschen nicht ausklammern, sondern sagen, alles, was Märkte beeinflusst, das ist ausschließlich durch das, was zwischen unseren Ohren ist. Die permanente Marktbeobachtung, ich für meine Person, ich kann für einen Großteil des Teams auch sprechen, ich lebe von montags bis freitags 18 Stunden für diesen Fonds und auch für unsere Vermögensverwaltung, für unsere diskretionäre Vermögensverwaltung. Das machen wir mit einer großen Leidenschaft und viel Spaß. Aktive Absicherung, wir haben es bewiesen, es ist kein Lippenbekenntnis, wir haben es gezeigt. Wir haben keinen Vergleichsindex, ich hatte Ihnen das ja genannt, wohl wissend, dass wir da immer Absicherungen nach unten hin betreiben. Wollen wir keine Fessel haben eines Vergleichsindex, wo wir uns auch dahinter verstecken würden oder sollten oder können. Das tun wir nicht. Wir haben Barpositionen sogar als stabilisierender Anker. Es ist eine innovative Weiterentwicklung des Multi-Assets-Gedankens. Wir versuchen, das Beste von zwei Welten, nämlich die passiven Instrumente zu nutzen, kostengünstig, und sie aktiv in den Fonds mit einfließen zu lassen. Also über die taktische Allokation, strategische Allokation. Da werden 95% des Anlageerfolges erzielt für Ihre Kunden. Da versuchen wir gut zu werden. Wir verlieren uns nicht immer in einer Einzeltitelselektion. Auch wenn man das vielleicht werbetechnisch manchmal ein bisschen mehr raushält als notwendig. Es sind maximal 5% Performance-Einfluss. Und wir werden, das ist auch kein Lippenbekenntnis, wir haben, Sie haben es gerade gesehen, eine unserer bestlaufenden Positionen ist der iShare Global Technology beziehungsweise Clean Energy. Das sind Positionen, die sehr stark ESG-konform ausgerichtet sind, sehr konzentriertes Portfolio, unglaublich performantes Produkt derzeit, auch ein Chart von links unten nach rechts oben. Wir haben sogar China-Exposure im A-Segment, im streng regulierten Markt, die ESG-konform sind. Also wir werden uns ESG-konform ausstellen, aber nicht zulasten der Rendite, sondern wir werden das peu à peu machen. Das ist ein evolutionärer Prozess, kein revolutionärer Prozess. Der Weg geht und der geht auch genau in diese Richtung. Wir werden in 2-3 Jahren Sie und ich als Asset Manager nicht mehr vor dem Problem stehen, werde ich mich für eine Rendite oder für Nachhaltigkeit entscheiden. Und diese Entwicklung macht dieser Fonds eben halt auch mit. Er ist in Deutschland zugelassen, ist ein UCITS-konformer Fonds. Sie sehen, es gibt externe Häuser, keine bezahlten Performance-Sternchen, sondern das sind externe Häuser, die wir nicht dafür bezahlt haben, die uns 5 Sterne, 5 Füchse, wie auch immer, uns unter den Top 2 aller gerateten Mischfonds in unserer Kategorie weltweit von 916 eben halt unter den Top 2% sehen. So, aber jetzt auch genug des Vertriebsgespräches. Ich will Ihnen mal kurz aufzeigen, was so die Kernfakten sind des Fonds, die Fonddaten auf den Blick. Die Wertpapierkennnummer ist ein bisschen sperrig, aber manchmal bleibt es dann doch besser auch im Kopf. A2N82F. Er ist im März aufgelegt worden. Wir haben dieses Jahr 0,5% schon ausgeschüttet. Wir werden nächstes Jahr im Gegensatz zum Niedrigzinsumfeld circa 1% ausschütten. Es gibt keinen Mindestbetrag, keine Mindestanlage, keine Mindestbeträge der Folgezahlung. Sie können das besparen über unterschiedliche Plattformen. Wir sind auf allen Plattformen gelistet. Es gibt keine Erfolgsvergütung, also durch die Hintertür sich irgendwie noch weiter die Taschen voll machen. Das ist ein komplett transparentes Produkt. Es gibt einen Ausgabeaufschlag, den Sie durchreichen können von 5%. Wir haben ihn aktuell auf 2% reduziert. Die Gesamtverwaltungsvergütung liegt bei 1,88. Da liegt eine Bestands- oder Vertriebsfolgeprovision, die man heutzutage ja so nennt, von 0,65, die dann regelmäßig in Ihre Bücher reinspült oder reinzahlt. Das müssen Sie gedanklich abziehen. Es gibt auch wenig Fonds derzeit, die
obwohl sie so eine Netto-Performance erzielt haben in diesem Jahr und auch im letzten Jahr, trotzdem 0,65 Bestandsfee pro Jahr ausbezahlt an sie. Und eine Verwahrstellenvergütung, die wir derzeit tragen als Invios, und die Risikoklassifizierung, die RSSI, sehen Sie oben nochmal als 4 abgetragen. Das sind so die Kernfakten, die Fonddaten auf einen Blick. Das sind die wichtigen Hinweise zu Risiken, was die Einzeltitelauswahl anbelangt, die fondsspezifischen Risiken. Schauen Sie es in Ruhe nochmal an. Herr Rano hat das ja auch schon erwähnt, dass die Daten auch nochmal Ihnen zur Verfügung gestellt werden. Lassen Sie uns kurz hier auf diese blaue Welle, ich sagte es ja, und unser Altkanzler hat es auch immer gesagt, es ist wichtig, was am Ende rauskommt. Und wenn Sie mal schauen, die blaue Welle ist da. Insofern hat eben halt Asset Management schon ein bisschen was auch mit Wellenreiten zu tun. Wenn Sie die Welle sehen, versuchen Sie sie nicht komplett zu reiten, sondern brechen Sie vorher ab, wenn es am schönsten ist. Und dann warten Sie. Sie warten auf die nächste Welle und dann nehmen Sie die nächste Welle. Weil wenn Sie unter die Welle kommen, ist es eben halt so wie mit, und das sind keine Wald- und Wiesenprodukte, das sind keine Dirk Müller-Meyer-Crash-Ghetto-Fonds, sondern es ist der Flussbach von Storch. Es ist das DWS-Konzept Kaldemorgen-Produkt. Das sind alles Produkte, die aus guten Gründen in Ihrem Portfolio sind. Das ist der Unirac, der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. All die bunten Varianten, die da drunter laufen, Vermögensverwaltung, auch mal iShare, MSCI World hinterlegt. Also der MSCI World, der da geschlagen wurde. Und Invios ist die blaue Welle, die da drüber liegt. Ist erste halbe Jahr und das zweite halbe Jahr sieht ähnlich aus. Diese Daten werden wir dann auch zum Ende des Jahres auch ausweisen. Die Kennzeichen bzw. die externen Rankings und Ratings haben Sie ja auch schon gesehen. Das will ich nur ganz kurz halten, weil wir natürlich auch, Herr Rano, Sie korrigieren mich, Sie fallen mir ins Wort. Wenn es zu starker Monolog ist, wenn es da aus dem Chat heraus weitere Fragen gibt, hier kurz zu unserem Institut. Herr Rano, aber zuerst zu Ihnen. Genau, eine Frage gibt es. Sie haben vorhin über das aktive Management gesprochen und auch mit dem Fokus auf den Technologiesektor. Wir haben ja vor kurzem eine wirklich brutale Sektorrotation erlebt, nach der Ankündigung von BioNTech, wie effektiv der Wirkstoff ist. Gehen Sie denn jetzt, sobald angefangen wird zu impfen oder der Impfstoff in die Breite in den Markt kommt, von einer nachhaltigen Sektorrotation aus? Also weg von Tech hin zur klassischen Industrie? Das ist eine sehr gute Frage. Man könnte meinen, das ist vielleicht eine Fangfrage. Ich hatte es ja erwähnt, dass ich von Kapitalmarktprognosen als auch Einzeltitelprognosen nicht viel halte. Die Kapitalmarktprognose ist der kleine Bruder der Wetterprognose. Aber lassen Sie mich trotzdem, als Asset Manager muss man ja eine Meinung haben. Und ich hatte ja gerade erwähnt, dass wir 5 globale Megatrends haben, die über allem schweben. Und da ist unter anderem der Punkt Digitalisierung. Wenn wir sehen, was wir derzeit durch Analyseverfahren auch geschafft haben, auch im Vakzinbereich, wobei das ein bisschen abstrakter ist, aber auch da hat viel Technik beigeholfen. Wenn wir sehen, was wir derzeit im wie Konsumströme sich verändern, wie Bequemlichkeit Einzug erhält, wie neue Technologien selbstverständlich hier in diesem Land, in Deutschland, jetzt verwendet werden, glaube ich nicht, dass wir wieder zurück zu den alten Mustern gehen. Es wird natürlich dieses Einkaufserlebnis, betüdelt zu werden, den Jungfernstieg rauf und runter zu gehen, das hat ja auch etwas viel mit Interaktion, sozialer Interaktion zu tun. Aber ich glaube schon, dass Amazon nicht ohne Grund dort steht. Und ich glaube auch nicht, dass mit irgendeiner Sektorrotation, die temporär mal jetzt kurz sichtbar war und jetzt geht's wieder in die andere Richtung, dass da eine große Sektorrotation stattfindet, weil es einen übergelagerten Trend gibt. Wenn ich mir anschaue, was wir in den letzten Monaten entdeckt haben, auch was den Summit-Computer anbelangt, den Quantencomputer. Das sind Dinge, die verändern nicht nur Produkte, die verändern auch Unternehmenszyklen, Lebenszyklen. Und man darf eines nicht vergessen, das, was da oben ist, ist sehr, sehr träge. Und das wünscht eigentlich immer einen Status quo. Wir wünschen uns nicht große Veränderungen. Und dieser Cocooning-Effekt, den wir jetzt durch Technologie haben, und wir nutzen das immer mehr, wir werden es immer weiter nutzen, weil es bequem ist für uns. Es ist doch schön, wenn wir einfach die Welt uns mit einem Finger
Klick ranholen können. Und auch, wie schön, ich kann mit meiner Schwiegermutter telefonieren, und zwar sichtbar telefonieren. Das ist ein freudiger Prozess, ohne dass ich das Risiko eingehe, dass ich sie anstecke mit irgendeiner Krankheit. Ich glaube, dass wir jetzt erst zu schätzen wissen, was die Technologie uns alles ermöglicht. Es darf nicht übertreiben und alles kehrt auch wieder zu seinem inneren Wert zurück. Ich sage Mean Reversion, für die, die ein paar Slides vorher das auch gesehen haben. Aber ich glaube nicht mehr, dass es in der Dramatik solche Rotationen geben wird. Es wird immer mal wieder eine Korrektur geben. Da muss man dann Sentiments abfragen. Schauen Sie sich CNN, money.cnn.com an. Da können Sie den Fear and Greed Index sehen. Ich hatte Ihnen das KBV genannt. Wenn sich die Bollinger Bänder zusammenziehen, dann sehen Sie, sei es in irgendeiner Branche, dann passiert was, dann bricht da etwas aus. Sie können auf tolle Seiten, centitrader.com, Sie können auf 100finanzen.net oder .de schauen, wo die KBVs aktuell von den weltweiten Aktien sind. Also es gibt so eine Vielzahl an technologischen Errungenschaften. Wenn man weiß, wo das ist und man es nutzen kann, dann ist es ein Segen. Und deshalb glaube ich nicht an eine Sektorrotation, vielleicht mal temporär, aber langfristig ist eine Tesla auch nicht bewertet als Automobilunternehmen, sondern als Technologieunternehmen, als Softwareunternehmen auf vier Rädern. Weil was macht Tesla so wertvoll? Wertvoller als BMW, Audi, Mercedes und VW zusammen. Nicht die 300.000, 400.000 Autos. Da allein VW macht knapp 10 Millionen Autos pro Jahr. Nein, es liegt daran, dass Tesla seit Jahren elektronische Daten sammelt. Und es geht hierbei um autonomes Fahren. Das ist der nächste Aspekt des bequemlichen Vorankommens. Sich nicht mehr in einen überdrängten Zug reinzusetzen oder in diese Technologie von gestern, auch die Flugindustrie. Ja. Gucken Sie sich Exxon an, was da gestern Nacht über die Ticker gelaufen ist. Ich sag mal, vor 10, 20 Jahren, als sie oben die Arktis versaut haben, hätte man sich das auch nicht vorgestellt, dass dieser Wert wirklich nur noch ein Schatten seiner selbst ist. 45% in diesem Jahr verloren. Also da sind einfach grundsätzliche Thematiken, Dinge, die sich so stark verändern, die so disruptiv wirken, dass es im Großen und Ganzen klug ist, als Investor auf der richtigen Seite zu stehen. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Die Herangehensweise unseres Institutes ist, eine echte Alternative zur Bank darzustellen. Wir sind vollständig im Interesse unserer Kunden unterwegs. Das tun wir bankenunabhängig. Ich führe derzeit mehr Diskussionen und so können Sie mich auch immer gerne nutzen, in die Diskussion reinzunehmen. Wir gehen oft in Bankengespräche von enttäuschten Vermögensverwaltungskunden im High-End-Segment. Wir fördern aber auch die Mündigkeit durch finanzielle Allgemeinbildung. Ich sprach davon, dass wir Vorträge halten, dass wir Seminare halten, Webinare. Es kommen viele Kunden zu uns hierher, lassen sich beraten. Wir bieten aber eben halt auch komplexe Lösungen. Und wir sind Eigentümer geführt. Wir haben eine jahrzehntelange Berufserfahrung. Auszeichnungen können Sie sich angucken in Ruhe im Internet. Ich will Ihnen kurz vielleicht noch das, was hinter Invios steht, nochmal plastisch vor Augen führen, weil es vielleicht für Sie auch wichtig ist. Also die Lösung, und wir werden nächstes Jahr zwei weitere Fonds initiieren. Dafür sind wir jetzt in einem Due Diligence-Prozess. Wir haben den Invios Vermögensbildungsfonds für alle Kunden unter 5 Millionen. Ab 5 Millionen haben wir dann die diskretionäre Vermögensverwaltung. Das heißt also, das Surrogat aus all dem, was wir als Institutsleistung definieren, setzen wir in einem Invios Vermögensbildungsfonds um und setzen wir auch in den Spezialfondsmandaten um. Da gibt es keine Ausnahme. Wir sind überzeugt von dem, was wir tun. Wir haben eine große Expertise, eine große Erfahrung da drin, was wir tun. Und deshalb setzen wir es auch in jeglichem Produkt um. Und wir haben durch ein leistungsfähiges Netzwerk mit unseren Produktpartnern auch die Möglichkeit, für Ihre Kunden, für Sie auch Lombard-Kredite rauszureichen. Eine deutsche Bank macht das ab 2 Millionen. Über unsere Netzwerkpartner machen wir das im zweistelligen Tausenderbereich. Es gibt Sonderkonditionsmodelle, wo Sie überhaupt keine Ausgabeaufschläge mehr bezahlen als Kunde, keine Transaktionsgebühren mehr, keine Depotführungsgebühren. Wir bieten, und das biete ich auch wirklich explizit jedem Zuhörer an, wenn Sie sagen, Mensch, das klingt interessant, ich möchte mich daran vielleicht engagieren, aber ich kann das meinem Vorgesetzten noch nicht so 1:1 transparent machen oder ich kann das meinen Kunden oder ich möchte eine große Veranstaltung oder eine kleinere Veranstaltung machen mit Kunden, dann rufen Sie uns im Institut an. Wir stehen da gerne zur Verfügung. Ich werde nächste Woche nach Köln reisen und nach Braunschweig. Also
Von daher, ich bin im Reisemodus und biete das immer an. Auf der rechten Seite, das ist der, der viel redet und auch in vielen Wirkungsstätten hoffentlich auch viel Gutes getan hat. Und ich will da vielleicht dann auf die rechtlich wichtigen Hinweise, die sind so wichtig, deshalb sind sie so klein. Gucken Sie sich's bitte auch nochmal in Ruhe an. Und dann wäre mir vielleicht über die Kontaktdaten hinweg noch eine Sache sehr, sehr wichtig. Hier sehen Sie die Kollegen, Sie hatten gerade eben auch mit Herrn Rano gesprochen, da ist noch ein Bild dabei. Ein Beispiel, das ist mir heute Morgen in den Kopf geschossen. Den Herrn Dietz kenne ich seit 20 Jahren, das ist ein Beispiel für ein Netzwerk. Der hat damals noch bei der Cominvest gearbeitet oder die hieß Ebays vorher noch und noch vorher gab es noch einen anderen Namen. Also diesen Menschen kenne ich seit 20 Jahren und so ist es oftmals, dass ich eben halt aus diesem Netzwerk heraus was Schönes produzieren möchte. Und ich sprach ja davon, dass wir jetzt zwei neue Fonds noch initiieren und lassen Sie mich 30 Sekunden vielleicht auf den wichtigsten Aspekt noch einen Ausblick geben, bevor ich an Herrn Rano zurückgebe. Den Hamburg-Fonds. Wir haben uns mit den wirklich exklusiven Partnern zusammengesetzt, nachdem ich in der Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns und bei vielen Hamburger Mäzen erlebe, dass die Menschen viel Gutes tun wollen. Gerade nicht nur zur Corona-Zeit, sondern sie wollen etwas machen. Und wir wollen mit diesem Produkt, den sogenannten Hamburg-Fonds, etwas ganz Besonderes kreieren. Ich hatte das damals zur Bremer Landesbank als Chief Investment Officer als Förderanleihe erfolgreich platziert damals bei der Bremer Landesbank. Wir wollen Ihren Kunden die Negativzinsen ersparen. Wir geben also eine Mindestausschüttung raus über unseren Investmentstil. Es wird eine SRI2-Produkt, also eine geringere Aktienquote. Alles, was wir an Überrendite erzielen, das geben wir raus innerhalb der Hamburger Mauern. Wir haben dort kein Reglement, wir werden keine großen Bürokratie, Wasserköpfe aufbauen. Das wird ein fairer Ansatz. Es wird gespeist durch unser Asset Management Kompetenz in Vios. Wir werden das mit der Hansa Invest, mit Hauck und Aufhäuser zusammen machen und hoffentlich auch mit der Punica zusammen. Wir haben zahlreiche Schirmherrschaften. Wir werden hier die Risikovermeidung vornehmen und wir werden es auch permanent beobachten. Und damit gebe ich jetzt quasi gerne nochmal zurück an den Kollegen Herrn Rano.